Ich glaube, zu den schnellen Zulassungen, nein, das ist eine Extremsituation jetzt und darum gibt es ein bisschen sozusagen gibt's Entgegenkommen und es gibt sozusagen hier sozusagen auch für die Behörden arbeiten auch Hochdruck und nein, die können nicht immer so auf diesem Hochdruck arbeiten, das wäre auch nicht gut, glaube ich. Und es gibt auch nach der Zulassung ja Post-Marketing-Commitments von den Firmen, die sich dazu verpflichten, dann nachher auch noch entsprechend Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten nachzuliefern. Also das ist ja durchaus auch geregelt. Wir können aber schon ein paar Elemente, glaube ich, mitnehmen aus Covid und ich denke mir, also was wir auf jeden Fall mitnehmen sollten, ist einerseits diese ich wurde so eh schon einmal erwähnt, diese Zusammenarbeit sich attraktiv machen. Also es ist ja, wurde erwähnt, wir sind sehr erfolgreich bei EU-Projekten. Ich glaube, die Projekte, die zwischen den 4 Universitäten in Österreich laufen, die kann man einer Hand abzählen. Ja. Also ich glaube, das sollte man mal anfangen, im Land sich zu vernetzen und hier wirklich sich sehr attraktiv zu machen und besser zusammenzuarbeiten. Ja.